Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der SK Sturm Graz Karriere. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und spannende Unterhaltung. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Unterstützt mich mit einem Daumen nach oben und hinterlasst doch auch einen Kommentar, wenn dir diese Folge gefällt. Wir spielen hier zu Gast, sind hier zu Gast in Wolfsberg. Haben einen Punkt. Erster ist hier, wer ist denn hier Erster? Austria Wien ist hier Erster mit 6 Punkten bereits. TSV Hartberg zweiter Stelle. Und ich würde sagen, wir stellen einmal die Mannschaft ein wenig um. Wen könnten wir da? Maresic sollte man verkaufen. Husbeck von Beginn an bringen. Hierländer ist auch RM, kann natürlich auch auf der linken Position spielen statt Jantsche. Dominguez ist verletzt, der fällt ja aus, ist in der letzten Folge durch eine Trainingsverletzung ausgeschieden. Und statt Jantsche startet diesmal Röcher. Perfekt. Wir spielen gegen WRC und ich wünsche euch spannende Unterhaltung und viel Spaß beim Zuschauen. So, Auswärtstrikots in Weiß. So, da. Schauen wir mal. Parai. Guter Schuss. Ja, es geht los. WRC gegen den SK Sturm Graz. Die Spieler wärmen sich bereits auf. Und der Schiedsrichter wird diese Partie in Kürze anpfeifen. Es wird eine spannende 90 Minuten. Und jetzt warten wir mal ab, was in den ersten 45 Minuten hier passiert. Die Spieler kommen raus und sind hier bereit. Der WRC hat Ankick und es ist live im Europark. Das Stadion ist im Europark. Diesmal müssen wir darauf achten, obwohl es ein Auswärtsspiel ist, dass wir diese Chancen nicht so leicht vergeben und müssen ein schnelles Spielaufbau spielen. Schön hinein in den Strafraum. Oh, da scheitert Palay. Schade, es hätte was werden können. Die Defensive der Boah, ich wollte sagen, die Defensive des WRC ist sehr kompakt, aber diesmal hat sie hier Röcher ausgenutzt und der ist in der Startaufstellung zum ersten Mal mit dabei. Thorsten Röcher, ein Haar, bleibt hier zuerst hängen an der Verteidigung und dann der kleine Haken und dann das Tor. 1 zu 0. Und am besten warten wir ab, was jetzt der WRC macht. Denn immer diese frühe Führung, das schafft Sturm auch im echten, im Real Life sozusagen. Achtung, über Fortes. Fortes, raus mit dem Ball. Bleibt hier hängen, ist ein Foul. Ja, der Schiedsrichter lässt hier ziemlich lange. Vorteil, nicht ziemlich lange Vorteil gewähren. Achtung! Und wieder raus. Jetzt hängen sie hier in der Abwehrreihe. Bekommen sie nicht raus. Aber Husbeck mit dem nächsten Angriff. Kommt er da vorbei? Nein, kommt nicht vorbei. Schade. Röcher mit der Balleroberung. Was macht Röcher damit? Eh mehr Ballbesitz ausüben hier. Und der nächste Schuss und der wird abgefälscht von Kitteschwili. Eckball Nummer 1 in diesem Spiel. Und Kofler hält ihn. Kofler hält ihn. Fortes, Lubitsch. Ein Tier mit, kriegt er den Ball hier weg. Oh!
Richtiger Patzer in der Abwehr. Das habe ich gemeint. Das hier habe ich gemeint. Da hätte Siebenhandel nicht raus dürfen. Und da hat er leichtes Spiel. Da hat er extrem leichtes Spiel. Sean Weissmann. Sean Weissmann in Wolfsberg, dass Sean Weissmann ein Tor geschossen hat. Diesen Spieler könnte ich mir vielleicht holen in der nächsten Saison. Na, Fehlpass, aufpassen. Auf diesen Sean Weissmann muss man extrem aufpassen. Sean Weissmann, dass man aufpassen muss. So, Achtung. Spendlover. 20 Minuten gespielt. Ballei. Schön hineingespielt, wollte ich gerade sagen. Und wieder diese Ballerung. Oh. Besser tritt es mir einmal aus. Lubitsch. Schön hinein. Und jetzt muss er nur noch einen Kopfball machen und das ist das 2:1. Wunderschöne Flanke in den Strafraum. Wie weit kann der jubeln? Wunderschön gemacht. Das war wahrscheinlich Philipp Husbeck mit einem Kopfball. Ja, so sieht es auch aus. Philipp Husbeck mit dem Kopfballtor. Und es steht 2:1 für den SK Sturm Graz. Nun müssen wir auf diese Offensive von BRC aufpassen. Und sie wissen, wie sie hier sofort zuschlagen können. Aber da erobert sich Barley den Ball. Barley, Barley. Sieht auf der Außenbahn wieder Philipp Husbeck, aber der kann den Ball nicht erreichen. Weite Flanke hinein. Wieder Ball erobert, oder auch nicht. Ah, da ist er hängen geblieben in der Abwehr. Schön wieder den Ball zurückerobert. Und alle mit der nächsten Gelegenheit und Kofler hält den Ball souverän. Und der nächste Kopfball. Und da steht immer einer an der Stange. Schön. So, jetzt müssen wir warten, was hier die Defensive des WRCs macht. Ah, zu ungenau, den wollten wir gleich schießen. Nichts Besonderes beim WRC hier. Zu gehen, Achtung. Gut dazwischen gegangen, Sakic. Was ist jetzt? War es ein Abseits? Ja, es war ein Abseits. Siebenhandel mit dem Abstoß. Und jetzt über Sakic. Da, wieder Sakic über die Außenbahn. Ah, hängen geblieben. BRC mit dieser schnellen Balleroberung wieder. Achtung! Und diese Außenverteidiger sind hier ziemlich offen. Achtung! Und da hält Siebenhandel Sturm im Spiel. Nicht, dass noch einmal dieser Ausgleich fällt. Schön. Vielleicht könnte es jetzt etwas schneller gehen. Nein, geht einfach nicht nach vorne. Sehr schön gemacht. Ach, da ist der WRC hinten in der Abwehr sehr kompakt und beruhigt und ist nicht überhastet und macht keine Fehler. Wollte gerade sagen, schön gemacht, aber das ist es eben nicht. Und der WRC macht hier weiterhin Druck. Das ist sehr gefährlich hier. Achtung. Achtung. Jetzt mit der Riesengelegenheit wieder. Und Siebenhandel hält Sturm wieder im Spiel. Was eine Situation. Jetzt wieder über die Außen. Ballei. Schön. Da kommt Thorsten Röcher.
Thorsten Röcher. Was für eine Sache. Ja, da kommt der Ball trotzdem zur Balle und der vergibt die Chance in der 41. der 42. Minute auf das 3:1. Weißmann, aufpassen auf diesen Sean Weißmann. Und die erste Halbzeit ist vorbei. Salzburg ist gegen Mattersburg in der Halbzeit 0:1 hinten und das ist auch nicht von schlechten Eltern. Maresic kann man nicht einsetzen, den gibt es ja nicht wirklich. Hierländer probieren wir jetzt auf der linken Seite einzusetzen in der zweiten Halbzeit. Räucher, schauen wir mal, wie es in der zweiten Halbzeit wird und welche Spieler wir hier bringen. Husbeck, der quirlige Husbeck. Schön gemacht. Da kommt man nicht durch. Schade. Aber der Ball kommt zu Röcher an. Röcher mit der Flanke und es gibt den nächsten Eckball in der 49. Minute für Sturm. Ah, das war ein Verhauter. Sehr lächerlich hier. Achtung. Und die schnelle Balleroberung wieder. Konzentrierter Spielaufbau vielleicht. Aber hier gibt es einen Foul. Der Schiedsrichter pfeift Foul. Vielleicht zu robust eingestiegen. Achtung. Diese Balleroberung war unnütz. Pjanic wechselt zu Real Madrid. Ja, da kommt man nicht hinterher. Achtung, was ist denn hier los? Achtung, Achtung. Ich erwarte mir hier gleich mal eine Anfrage. Achtung, Husbeck. Husbeck, noch immer Husbeck. Ist vielleicht der Kopfball? Nein, auch nicht. Den kann er nicht erobern. Den kann er nicht erobern. Ach, den erobert er ganz gut, der BRC-Spieler. Ja, den kann er zurückholen. Passiert hier nichts. Siebenhandel. Und jetzt wieder über Sakic. Der junge Sakic. Schöner Pass. Probieren wir es ein bisschen mit einem kleinen Spielaufbau. Sehr schön. WRC geht sehr konstruktiv vor. Jetzt lassen sie sich hier ein wenig zurückfallen. So. Balleroberung Lubic. Lubic. Balle. Balle. Ist zu schwach. Zu schwach vom Balle. Und jetzt schauen wir mal. Wen bringen wir hier? Auf der linken Seite den Stefan Hierländer und auf der rechten Seite John Lehmer, den schnellen John Lehmer. Wir warten noch mit einem dritten Wechsel, Doppelwechsel, jetzt in der 63. Minute. Auch der WRC wechselt, Mario Leitgeb geht hinaus und für ihn kommt wer? Was ist jetzt los? Welcher Husbeck? Perfekt. Ist nicht von einem Wechsel gestanden. So. Weiter Einwurf vielleicht. Sprangler kommt hier. Ah, überall erobert sich der WRC den Ball. Achtung. Wegleiten lassen. Achtung. Und Siebenhandel wieder mit dem erfolgreichen Ball. Jetzt John Lehmer. Ja, bleibt hier hängen. Der junge Spieler muss noch sehr viel lernen.
schnell weitergeleitet. Der Ball ist für die Fisch. Das gibt einen Einwurf. Jetzt wollen wir ein bisschen offensiver gehen. Sollen wir das so machen? Nee. Steht hier im Abseits. Achtung! Kein Abseits. Spielt den zurück, bitte. Raus damit. Hierländer. Stefan Hierländer. Wird hier hängen. Und Hierländer hat hier trotzdem noch den Pass bekommen. Zieht jetzt nach innen. Hierländer zieht jetzt nach innen. Ach, wieder der Ball da weg. Von Lehmer. Oh. Immer diese Fehlpässe, die sollten wir ein wenig mehr hier. Sehr gut erobert. Und der WRC wechselt ein zweites Mal. Gölles kommt für. Für wen kommt hier Gölles? Für Fortes. Ach Gott. Schön gespielt. Da geht er wieder rein. Gut abgedrängt. Jetzt kann man da auch noch mit einem letzten Wechsel. Baller ist schon ziemlich erschöpft. Für ihn kommt Pink. Vielleicht kann Markus Pink etwas mehr hier an offensive Akzente setzen. Und somit holen wir den Eckball raus. 81 Minuten gespielt. Hier ist der erste Sieg in diesem Spiel. Ganz knapp. Hierländer mit dem Kopfball. Hierli mit dem Kopfball. Schön gespielt. Jetzt geht's durch. Und das gibt's nicht. Er probiert das mit einem Lupfer, weil er dachte, der Torhüter kommt hier raus. Der WRC macht weiterhin Druck und kann hier noch immer zum Ausgleich kommen. Achtung! Ach Gott! Der geht nicht hinaus. Zu ungenau attackiert. Jetzt vielleicht mit dem schnellen Angriff über Stefan Hierländer. Hierländer. Ach, wieder zu ungenau, aber wir führen hier 2:1, noch 2:1. Es kann jederzeit etwas passieren. Und der nächste Schuss. Mehr Schüsse als sonst was. Da muss er jetzt die Notbremse ziehen. Passiert nichts, kein Foul. 2 Minuten gespielt. Der Ball kommt jetzt ganz gut. Achtung, Vorsicht. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. 91 Minuten gespielt. Der Ball ist jetzt weit weg. 23 Minuten Nachspielzeit. 23 Minuten, noch 3 Minuten Nachspielzeit. Und damit ist der erste Sieg da. Interview nach dem Spiel. Natürlich machen wir das Interview. Red Bull Salzburg, Mattersburg 1:1. Und St. Pölten gegen Rapid 2:2. Ja, sehr. Vielen Dank, dass Sie kurz rübergekommen sind, um uns ein paar Fragen zu beantworten. Heute ist Husby gesagt, wie zufrieden sind Sie mit seiner heutigen Leistung? Ja, hat alle Lobeshymnen verdient. Natürlich. Dann steigt damit seine Moral auch, ist ein wichtiger Spieler, den wollen wir nicht unbedingt verkaufen. Den wollen wir nicht unbedingt verkaufen. Sie konnten den Sieg heute schon vor der Pause klar machen. Ja, Sind Sie mit der 2? Ich konzentriere mich aufs nächste Spiel. Wir waren das bessere Team. Moral wird glücklicher. Und damit haben wir auch sehr viele Chancen rausgeholt.
Ja, der Gegner hätte für einen kurzen Moment, da war alles denkbar. Für einen kurzen Moment. Vielen Dank für diese Ernsthaft, hier läuten die Kirchenglocken in der Nähe ziemlich laut und das ist noch nie passiert. Da weiß der Pfarrer wahrscheinlich, dass ich FIFA spiele. So. Wartet mal kurz. Kann doch nicht sein, dass hier Kirchenglocken läuten. So, was haben wir hier im Büro? Hey, Boss. Du bist ein Vorbild. Die Moral ist sehr glücklich, perfekt. Ihr habt hier mir Transfervorschläge auch geschrieben, welche Spieler ich kaufen und verkaufen soll. Wie geht das jetzt bitte? Hier haben wir auch diesen Suzetto, kontaktieren, Verpflichtung delegieren. Erstes Gehaltsangebot. Machen wir einen Tausender. Weiter. Und Hamed. Verpflichtung delegieren. Auch einen Tausender. Eigene Angebote, erhaltene Angebote. Können wir den da. Ja, Hosina wird sowieso verkauft. Das ist klar. Meine Karriere, Jugendstab, Jobangebote, Transfers, Transferzentrale, Transferüberblick. So, wie komme ich hier in die Diebzentrale? So. Wen zum Verkaufen? Maresic wollte ich sowieso verkaufen. Auf Transferliste setzen. Dann hat hier Yannick Czauner geschrieben, Maresic mal verkaufen, Pink verkaufen. Das habe ich sowieso vor, Pink hier zu verkaufen. Auf Transferliste. Schrammel, Hosiner, Schrammel. Schrammel spielt ja aktuell eigentlich gar nicht so schlecht. Janča oder Husbeck. Warum soll ich Janča oder Husbeck verkaufen? Lukas Grozurek, Dominguez, Kitte Schwilli, Hosiner und Eze. Eze ist schon verkauft, aber wir haben hier dann keine Stürmer. Das heißt, wir müssen hier Stürmer holen. Spielersuche. Jetzt gehen wir mal in die Spielersuche. Wie viel Transferbudget haben wir? Das müssen wir mal kurz schauen. Wo ist mein Transferbudget? Transferbudget 4,52 Millionen. Ich habe mir überlegt, diesen Spieler zu holen. Lukas Podolski. Lukas Podolski, 34 Jahre alt, zentraloffensiver Mittelfeldspieler. Wie viel ist er wert? Vertrag läuft in 10 Monaten aus. Dann zurücksetzen. Dann hast du mir geschrieben, nur bei Simhandelverkauf. Heinz Lindner, Kjartansson, Laszlo Kleinheisler. Kleinheisler, okay. Kleinheisler. Laszlo Kleinheisler. Der Ungar bei Start 3. Auf Wunschliste und Transferliste anzeigen. Mitarbeiter ausgelastet. Scouting nicht möglich von Laszlo Kleinheisler. Ein Ungarer. Interessante junge Spieler mit Ausstiegsklausel. Test. Okay. Test. Sergino Test. Kann das richtig sein? Ja, das ist richtig. Rechter Verteidiger. In Zentralliste vermerken. Dann hast du mir auch geschrieben Aiwu. Aiwu. Da ist er schon. 18 Jahre. Spielt beim Admira Wacker Mödling. So, und Nigren. Nigren. Interessante junge Spieler. Nigren. Y. Wo ist das? Bin ich so blind? Nigren. Benjamin Nigren. Spielt bei Genk. Okay. Gut. Was hast du? Realistisch wären auch noch Transfer wie Schmerböck, Moritz Bauer und Robert Schull. Probieren wir mal Schull zu schauen. Okay. Schull.
wäre hier Peter Schulz zum Zurückholen. Kauf vorschlagen. Wir können. Was? Okay. Gut. Dann. Robert Schul natürlich. Peter Schul hat eine zu hohe Ablösesumme. Hoppala. Darum Robert Schul, der spielt aktuell bei dies. Auf Wunsch schließt er Anzeigen. Schul, Kauf vorschlagen. So. Schauen wir mal, was hier passiert. Herzlich willkommen, legen wir gleich los. Kitaishvili, Nummer 10 hängt hier drinnen, sehr interessant. Ein Anfangsangebot vorlegen. Ich bin gespannt, wenn er mit auf 2 Millionen einsteigt. Komm schon, rede ein bisschen schneller. Es dauert wieder Ewigkeiten. Transfersumme anbieten, 1 Million. Ich glaube, Robert Schul ist Angebot absenden. Was sagt er für 1 Million? Für Robert Schul. Geht da, steht er gleich auf? Ist das die Möglichkeit hier aufzustehen und zu gehen? Peinlich. So, das ist mega peinlich hier. Moritz Bauer, der wäre unrealistisch, tut mir leid, der ist sehr unrealistisch, weil er zu teuer ist. Und Schmerberg könnte man eventuell, hoppala, Bernardo Silva, 64 Millionen Euro wert. Ich wollte nicht so früh drucken. Schmerberg. Marc-André Schmerberg als Stürmer vom WAC. Im Transferzentrale vermerken, dann Kauf delegieren, Angebot 1 Million, was sagen Sie dazu? So, dann haben wir hier Schmerböck und ihr seht das in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, wer ist denn eigentlich der nächste Gegner hier? Stillstand bei Verhandlungen gegen Hosina verkauft, okay. Trainingsverletzung, wer ist denn jetzt schon wieder verletzt? 12 Tage ausfallen, Transferangebot für, okay, das ist alles Vergangenheit. Dafür gibt es einen Spielerchat. Ah, ich weiß, dass Sie haben ja auf Transferseite, aber ich habe hier mich hier gut und gehen und schweren Herzens. Ich sehe mich lediglich um, wir brauchen das Geld, ich kann dir keine Spielgarantie geben. Maresic, wir brauchen das Geld. Unser Kader hat einige Probleme, die ich lösen muss. Die Einnahmen aus diesem Deal werden daher langfristig helfen. So, wer ist denn hier der nächste Gegner? Ja, immer diese Stillstand bei Verhandlungen. DSV Hartberg ist der nächste Gegner mit Tarek Hamed, mit Marc-André Schmerböck. Okay. Die wollen mehr haben. Das seht ihr in der nächsten Folge. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus, Grüße euch.